Verkaufen in der Krise. Darfst du das überhaupt? Und wenn du es darfst, wie kannst du es machen? Herzlich willkommen zum Vertriebsfunk, dem Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Und ich habe heute einen alten Bekannten und guten Freund hier, Matthias Niggerhoff. Herzlich willkommen. Ja, willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf. Genau. Ich ja, schön. Du warst schon, ne? Ja. Schön, dass es so schnell geklappt hat. Also du bist ja Psychologe und du hast einen mega erfolgreichen Podcast, der heißt Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Ja, ich dachte, das macht sicherlich Sinn, gerade jetzt, wo alle Leute so ein bisschen verunsichert sind, mal darüber zu reden, Verkaufen in der Krise, wie geht das überhaupt? Gibt es da Sachen zu beachten? Welche Fallen kannst du reinlaufen? Wie kannst du es besser machen? Und dann halt die Eingangsfrage, ja, darfst du das überhaupt? Ne? Aber Matthias, vielleicht nochmal so ein paar einleitende Worte zu dir. Also wir kennen uns ja schon länger. Ich war auch mal auf einem sehr, sehr coolen Seminar von dir. Das geht um Mikroresonanz, dass du halt so Mini-Mimiken lernst wahrzunehmen und dadurch natürlich viel besser auf die emotionalen Reaktionen des Gegenübers eingehen kannst. Sehr, sehr cool. War echt ein klasse Wochenende. Wir haben auch schon ein paar Podcasts gemacht. Aber du hast ja so deinen Fokus ein bisschen geändert, wenn ich das so bei Facebook verfolge und auch in deinem Podcast. Das heißt, du machst jetzt sehr, sehr viel mit, wie muss ein Bild aussehen, wie muss was getextet werden, damit Kunden halt eher angezogen als abgeschreckt werden. Ne? Genau, also sehr viel Verkaufspsychologie dann, ne? Online, die Offline, aber primär dann online. Ne? Wie ist die Gestaltung, ne? Wie wirkt eine Webseite psychologisch? Aber auch, wie gestalte ich Kommunikation, ne, online? Und gerade das ist natürlich jetzt auch in Krisenzeiten relevant. Ne? Welche Wörter nutze ich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Facebook-Anzeige aufsetze oder eine E-Mail? Ich habe jetzt sehr viele Anfragen zum Motto, wie gehen wir jetzt mit den Kunden um? Wie dürfen wir verkaufen? Dürfen wir das noch relativ hart ausdrücken, bestimmte Sachen? Oder machen wir unsere Anzeigen oder E-Mails, die wir an Kunden schicken, jetzt ein bisschen sanfter, positiver? Ne? Und das sind jetzt im Moment so Grundfragen, die viele Leute beschäftigen. Ne? Ja. Du siehst das ja eigentlich auch bei der Fernsehwerbung, ne? Die haben ja jetzt echt ein bisschen gebraucht. Klar, die haben ja ihre Kampagnen mega lange geplant und so weiter, dass die jetzt eigentlich diese Woche erst umgeschwenkt sind. Also so die zweite Woche nach Krisenanfang und angefangen haben, ihre Botschaften alle umzustellen, ne? Ja, genau, das hat sich jetzt sehr stark geändert, aber auch im Internet, ne? Jetzt immer mehr auch Anzeigen. Ich glaube, bei von Netto war das, wo dann auch stand, irgendwie, wir bedanken uns für unsere Mitarbeiter und wir sind weiter für sie da. Wir bedanken uns natürlich auch bei den Mitarbeitern bei Aldi, Rewe und Lidl, ne? Also auch die Konkurrenz quasi mit betont und gemeinsam schaffen wir das. Das hat sich dann schon sehr geändert und für die ist natürlich selbstverständlich, dass sie jetzt weiter verkaufen. Die Läden handeln. Eskaliert im Moment total vom Umsatz. Ne? Aber ich finde, wenn man halt ein gutes Produkt hat, was den Leuten jetzt auch wirklich hilft in der jetzigen Situation, sollte man auch weiter natürlich verkaufen. Ne? Also weil, wenn man ein gutes Produkt hat, was Probleme von Menschen löst und Menschen einfach besser durchs Leben kommen, egal was es ist, egal in welchem Bereich, muss man das auch weiterhin machen und die Leute jetzt nicht im Stich lassen. Ne? Genau, du musst verkaufen. Erstmal bist du es deiner eigenen Company oder dir selber schuldig, aber du bist es eigentlich auch den Kunden schuldig. Ich sage immer, du solltest niemandem was verkaufen, was er nicht braucht. Ne? Also wenn du merkst, der braucht das überhaupt nicht, dann verkaufst du ihm auch nicht. Aber wenn du merkst, dass es braucht und dass es ihm damit besser geht, dass er produktiver ist, dass er Geld sparen kann, dass er Geld gewinnen kann, dann musst du eigentlich dafür sorgen, dass er das kauft. Und vielleicht gerade jetzt, wo die Leute eher zurückhaltend sind, ja, weil ich sage ja meinen Kunden jetzt auch, okay, wir haben jetzt 4 Wochen vielleicht Stillstand noch, ja, vielleicht auch 6 Wochen, aber danach wird die Welt weitergehen. Vielleicht nicht genauso wie vorher, aber sie wird weitergehen. Und du musst dir jetzt Gedanken darüber machen, wie du dann aufgestellt sein willst. Nicht erst, wenn alle anderen wieder anfangen aufzuwachen. Du musst dir das jetzt überlegen. Und das ist eigentlich meine Pflicht, dem Kunden da auch auf die Nerven zu gehen, auf die Füße zu treten, auch wenn er das jetzt nicht hören will, weil es halt für ihn richtig ist und für mich im Endeffekt auch. Ja, für darum muss halt das Angebot, finde ich meinen Kunden mal jetzt das Angebot zu prüfen, ne? Was ist relevant, was ist auch krisenrelevant. Natürlich gibt es jetzt bestimmte Sachen, die kann ich jetzt nicht mehr so gut verkaufen oder auch gar nicht verkaufen. Ne? Bestimmte Angebote, die jetzt aktuell nicht in die Zeit passen. Aber auch da kann man natürlich überlegen, wie kann man das irgendwie anders stricken oder anders gestalten. Ne? Ein Beispiel, ich hatte jetzt einen Kunden, der macht so Bike-Fitting und Bike-Sizing in Berlin. Das heißt, du kannst hin, gibst dein Fahrrad dort ab und dann schaut, dass es optimal für dich passt und du halt optimal damit rumfahren kannst, ob Mountainbike oder Rennrad. Und da kommt natürlich jetzt keiner mehr zu ihm. So, und da war halt auch die Frage, hat immer gesagt, ja, online geht das nicht, online geht das nicht. Ja, und jetzt geht es plötzlich doch. Ne? Mit Kamera wird dann einfach geschaut, ne?
wie kann er sich da draufsetzen, der Kunde, und wird einfach per Kamera gemacht, funktioniert wunderbar. Ne? Also ach, echt? Ein bisschen das ist cool. Ja. 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 Das ist cool, ja. Ja, du hast ja so eine Checkliste vorbereitet mit 9 Punkten. Sollen wir die mal zusammen durchgehen? Ja, gerne. Gucken wir mal durch. Können wir auch irgendwie wahrscheinlich verlinken. Ne? Gerne. Und so. Verkaufen in Krisenzeiten. Ne? Genau. Ja. Punkt 1 wäre halt wirklich das, sich zu fragen, was brauchen die Leute gerade wirklich? Ist mein Angebot relevant? Und wie kann ich die Botschaft halt auch so kommunizieren, dass sie halt ja, für die Krise besser passender ist. Ne? Zum Beispiel, wenn man jetzt einen normalen Rhetoriktrainer nimmt, der jetzt zum Beispiel jetzt andere Sachen als sonst kommuniziert, eher hingeht und sagt, wie kann Krisenkommunikation gelingen? Ne? Wie spreche ich jetzt mit meinem Mitarbeiter? Ne? Sagt denen, dass jetzt Kurzarbeit ist oder dass vielleicht der eine oder andere so begehen muss oder so. Wie spreche ich mit Kunden? Ne? Also die ganze Verkaufs... Das ist ein Riesenthema. Ja, also hatten wir ja letzte Woche auch ein Podcast-Interview mit der Simone Borrell. Werden so brutale Fehler, gerade bei Krisenkommunikation gemacht, das ist ein guter Punkt, ne? Dass man halt auch guckt, okay, wo tut es dem Kunden denn jetzt gerade weh? Ne? Da geht es jetzt vielleicht nicht um die beste Rede zum Jahresjubiläum, sondern okay, wie sage ich es meinen Mitarbeitern, wie sage ich es meinen Lieferanten, wie sage ich es meinen Kunden, weil das mega, mega wichtig ist. Da wird so viel Geschirr gerade zerschlagen und Vertrauen zerstört, weil die Leute halt nicht oder falsch kommunizieren. Also das hat mir jetzt gerade jemand erzählt, den wir beide auch kennen, der in einem großen Konzern arbeitet, der gesagt hat, die haben erstmal gesagt, ja, guckt, dass ihr irgendwie euch um eure, dass eure Familien versorgt sind, Hauptsache ihr könnt arbeiten kommen. Ja. Das mag ja von der Message nicht falsch sein, aber du musst es halt dann auch richtig rüberbringen. Ne? Also genau, also dass man sich auch mal überlegt, okay, was kann ich meinem Kunden bieten und erzählen. Ja, guter Punkt. Genau, welche Angebote sind relevant? Dann gibt es ja oft im Verkauf, egal ob online wie offline, diesen Problemtrance, den man aktiviert, also richtig stark in den Schmerz zum Beispiel reinzugehen, zu sagen, hier, Rentenlücke droht dir und so weiter. Ne? Also sehr stark das Problem zu betonen und die Person sehr stark in den Schmerz zu bringen. Und da wäre auch eine Grundempfehlung, das massiv zu reduzieren oder wegzulassen. Ne? Also ich habe ja auch einige größere Konzerne als Kunden, wo wir auch ganz klar sagen, dass es reduziert wird oder weggelassen wird, dass man nicht zu stark jetzt in den Schmerz reingeht. Ne? Weil die Leute wahrscheinlich nicht mehr so tolerant sind, ne? Weil die halt dann schnell, weil das schnell umkippen kann. Ne? Genau, die Kunden sind eh schon so leicht depressiv, wenn du die jetzt dann noch weiter reintreibst, dann kann es halt gut sein, dass du nichts mehr verkaufst. Ne? Genau, dass die eher flüchten, die Leute, ne? Weil im Moment ist eh der Stresslevel, also Cortisol als Hormon, ist eh bei vielen, nicht bei allen. Es gibt auch Leute, die sind jetzt gut drauf, bei manchen, weil sie mehr Arbeit haben, bei anderen weniger. Und der Grundstresslevel ist eh jetzt schon relativ hoch und natürlich auch Angst, ne, bei vielen. Und wenn man jetzt die Angst nochmal verstärkt, in einem ganz anderen Bereich, führt das dazu, dass die Leute dann eher flüchten, als dass sie sagen, wie sonst, wo Leute dann sagen, ja stimmt, die Rentenlücke und ich muss was machen und so. Oder auch ein anderes Thema, oh, ich habe Schlafprobleme. Dass die dann halt sagen, ja komm, ich brauche das Produkt, ich nehme das Produkt, weil der Schmerz klar ist. Aber wenn der Grundschmerz und die Grundangst, der Grundstress schon so hoch ist und Cortisol dann so hoch ist, Cortisol als Stresshormon bringt uns halt eher in die Sicherheit, dass wir eher sicherheitsbezogen vorhin entscheiden. Ne, deswegen empfehle ich es halt auch keine Verkaufsgespräche morgens um 8 oder 9 zu machen, weil da der Cortisol-Level eh relativ hoch ist. Und das ist halt jetzt noch stärker. Und von daher ist das auch eine Empfehlung, online wie offline, das zu reduzieren oder wegzulassen. Mhm. Ja. Ja, auch wenn du jetzt zum Beispiel in der Eventbranche bist oder im Catering und so weiter, dann macht es natürlich wenig Sinn, jetzt mit Sonderangeboten um die Ecke zu kommen oder so. Ja, genau. Sondern, dass man halt vielleicht auch dann den Kunden mal mitnimmt und sagt, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, irgendwann ist dieses Thema zu Ende. Vielleicht kommen dann auch alle Mitarbeiter mal wieder ins Büro. Und wir haben uns dann Konzepte überlegt, wie man sowas beginnen kann, dass man halt auch so eine Art Neubeginn feiert. Das finde ich zum Beispiel eine angenehme Sache, weil du den Kunden ja auch schon mal mitnimmst wieder in bessere Zeiten, ne? Genau, ne? Das wäre auch eine Empfehlung von mir, halt auch dieses, dass man halt positive Emotionen halt triggert, sowas wie Neugier, Interesse zu wecken, also weniger dann über die Angst zu verkaufen, sondern eher hinzugehen, hey, schau, wir können das machen und das, also Möglichkeiten anzubieten, aber auch die Neugier, damit meine ich jetzt nicht dieses Clickbaiting irgendwie, bei Minute 3 wirst du weinen oder so, ne? Diese aggressiven Headlines, aber dass man schon halt Neugier weckt zum Motto, das kannst du machen und hier 3 Tools, damit du online was machen kannst, zum Beispiel Zoom oder andere Tools, dass man halt Neugier weckt, Interesse weckt, ne? Als eher passendere Emotionen, als über die Angst zu gehen und eher in den Lösungstrance zu gehen, ne? Und zu zeigen, was kann man alles machen, ne? Was wird angeboten. Ja.
Ja, es ist halt schwierig bei so Versicherungsprodukten, kannst du eigentlich nur über Schmerz verkaufen, ne? Also du kannst eine Hausratversicherung nicht über Lust verkaufen, ne? Kannst nicht sagen, oh, wie toll das ist. Ja? Gucken Sie mal die Police, die ist so schön, die fühlt sich so toll an. Du musst eigentlich in den Schmerz reingehen, ne? Also deswegen haben Versicherungsverkäufer das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Also wo es halt eher um die Absicherung von Themen geht, ne? Wobei du da natürlich jetzt natürlich auch dieses Momentum nutzen kannst. Sehen Sie mal, jetzt sehen Sie mal, was eine Krise sein kann. Wollen Sie sich jetzt mal wappnen für die nächsten Themen? Also auch das wäre ja nochmal was, wo man reingehen könnte, wo man das Thema noch so ein bisschen mitnimmt, ne? Definitiv, ja, genau. Also Möglichkeiten, positive Möglichkeiten auch aufzuzeigen. Genau, ne? Und das bezieht sich natürlich auch aufs Wording. Das wäre auch so eine Empfehlung. Es gibt ja Unterschied zwischen so Soft Wording und Hard Wording, also einfach zu Deutsch, ne? Eine sanftere Sprache oder eine härtere Sprache. Und wenn man vielleicht sonst gesagt hat, hier, jetzt hier kaufen, jetzt hier sichern, jetzt bestellen, dass man vielleicht eher auf sowas setzt wie mehr erfahren und das eher auf ein Soft Wording setzt als auf so ein Hard Wording, ne? Dass man halt die Wörter halt was abschwächt, ne? Also eher sowas macht, was man sonst eher nicht machen sollte, ne? Also eher mit so Weichmachern zu arbeiten, vorsichtig Sachen zu formulieren und nicht so, verkauf und beeil dich und es sind noch zwei Produkte da, ne? Also die Sprache halt etwas softer gestaltet. Ne? Wobei Verknappung funktioniert aber bei gewissen Produkten im Moment super gut, ne? Ja. Das ist auch reale Verknappung sogar, ne? Mit Klopapier, ne? Ist echt verknappt. Ja, Kein ja. Fake, ja. Ja, wobei, glaube ich, nur hinten, ne? Also ich meine, irgendwie in den Läden, ich glaube, vorne in der Produktion ist das noch nicht so angekommen. Ich versuche das jetzt mal so ins Verkaufsgespräch zu übersetzen, ne? Also wenn du Richtung Abschluss gehst, also du hast ja jetzt den Online-Verkauf, wo du im Shop bist zum Beispiel, ne? Wo du sagst, jetzt kaufen nur noch 5 auf Lager oder sowas, das zählt runter und so weiter. Das kannst du natürlich im persönlichen Gespräch auch machen, dass man halt sagt, okay, ja, wir haben schon so viele Vorbestellungen, aber du kannst natürlich auch immer so Fragen stellen, die du weicher machst, ne? Also zum Beispiel im Verkaufsgespräch benutzt du ganz oft so das Thema grundsätzlich, ne? Also kann das, ne, inwiefern ist das grundsätzlich interessant für Sie? Ne? Dann nimmst du dem immer so ein bisschen die Härte raus, ne? Also das ist ja auch so eine klassische Verkaufstaktik, die du eigentlich immer machst, um den Kunden erstmal so ein bisschen auf deine Welt zu holen, weil du hast ja oft Gespräche, wo der Kunde halt erstmal ablehnend ist, der stört mich gerade, der nervt mich, ich habe ganz andere Sachen zu tun. Und dann kann man natürlich solche Weichmacher, ne, wo man das ein bisschen verallgemeinert und so weiter, die Leute schon eher öffnen, weil wie interessant ist es grundsätzlich für sie, bessere Verkäufer zu haben, da wird es schwierig, Nein zu sagen. Ne? Das ist überhaupt nicht interessant. Ne? Genau, auch Aber hypnotische Sprachmuster, ne? Sowas wie, vielleicht kennen Sie das oder ne? Ich wäre überrascht, wenn Sie das noch nicht gehört haben. Ne? Also so nur mit hypnotischen Sprachmustern anzufangen, also eher was sanfter einzusteigen, als sofort relativ Hartes zu machen. Und genau, Verknappung ist natürlich unabhängig davon, wird sie funktionieren, auch unabhängig von der Krise. Ne? Aber das würde ich ihr empfehlen, jetzt in diesen Zeiten, ne? Darauf dann zu setzen. Ne? ja. Ja, na gut, ich meine, wenn du ein knappes Gut hast, dann ist es, glaube ich, da brauchst du eigentlich nicht mehr viel verkaufen. Dann geht es eigentlich nur noch darum, die Leute möglichst schnell durch den Shopping-Cart nach hinten zu schicken, wenn du was hast, was alle haben wollen. Aber wir haben halt auch viele Sachen. Ich würde das auch ganz gerne im Schluss bei dir nochmal machen, dass wir nochmal auf das Thema Verkäufer-Mindset kommen. Weil ich habe das jetzt ganz oft, dass die Leute sagen, ja, das macht ja eh keinen Sinn im Moment. Ja, im Moment macht ja eh alles keinen Sinn. Ne? Also das lass uns mach mal als Cliffhanger nach hinten, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Bei Ja. welchem Punkt sind wir denn jetzt schon? Oh, weiß ich gar nicht. Ja, du hast ja. Also Handlungsaufforderungen abschwächen, ne? Also was Ja. vorsichtiger formulieren, Soft Wording, Hard Wording, genau, ja. Genau. Ja, dann was halt jetzt viele machen, muss man halt gucken, je nach Kontext kann das passen, sind halt so kostenlose Kurzberatungen. Ne? Also sieht man jetzt sehr oft, dass viele Leute sagen, hey, lass mal 15 Minuten sprechen über deine Sache. Also dass viel mehr Leute jetzt in diese Reziprozität gehen, was wir ja im Prinzip schon machen mit unserem Podcast, ne? Wo wir einfach ganz viel Content und Mehrwert liefern, das auch unabhängig von Krisenzeiten. Und dann kommt natürlich auch was zurück, wenn man es gut macht. Kannst du Und das nochmal erklären? Reziprozität? ja, das bedeutet, dass ich einfach was gebe einer Person und dadurch fühlt die Person sich, ja, ich will nicht sagen genötigt, ne? Aber Schon so eine unbewusste Verpflichtung, subtil, weil ja, das ist ja so quasi der Kitt, der uns als Gesellschaft zusammenhält, ne? Es gibt ja dieses Beispiel von Hare Krishna, ich weiß nicht, ob du das kennst, als die dann auf der Straße sammeln gegangen sind, die waren ja, also das war so in den 60er, 70er Jahren, die hatten so orange Klamotten an und kahlgeschorenen Schädel, denen hast du eigentlich kein Geld gegeben, ne? Und die haben das erst geschafft, indem die jedem Blumen in die Hand gedrückt haben, die den Passanten geschenkt haben, ja? ja.
Und daraufhin ist das Spendenvolumen massiv nach oben gegangen, weil das Reziprozitätsprinzip eingesetzt ist, weil die Leute halt sich verpflichtet gefühlt haben, okay, er hat mir irgendwas gegeben, also muss ich ihm was zurückgeben, ne? Das hat eine Weile lang gut funktioniert, bis die Leute das geschnallt haben und halt vor den Hare Krishna-Leuten weggelaufen sind, damit sie ihm keine Blumen mehr in die Hand drücken konnten. Ja. Machen ja auch viele, ne? Auch diese Rosenverkäufer, ne? Erstmal in die Hand drücken, ne? Ja. Und genauso der Geschenketrick, ne? Man gibt dann was kostenlos und dann fühlen sich viele ja genötigt, auch was zurückzugeben. Das funktioniert aber auch nur, wenn der Rahmen halt stimmt. Einmal, wenn man es halt nicht so kennt oder das nicht so sehr, schon zu oft genommen, genutzt worden ist. Und es muss halt immer ein Rahmen da sein, also ein Frame, in dem das stattfindet, ne? Dass man auch die Möglichkeit gibt, was zurückzugeben. Ich habe das zum Beispiel am Anfang, als ich meinen Podcast gestartet habe, so 2015, 2016, habe ich auch mal massiv viel rausgegeben. Es war aber kein Angebot dahinter, ne? Ich habe halt nicht mal gesagt, hey, übrigens, es gibt auch was, was du kaufen kannst oder so. Und dann funktioniert es halt echt nicht, ne? Also es geht nicht darum, rein nur zu geben und dann hoffentlich kommt irgendwas zurück. Man muss den Leuten halt auch zeigen, was sie machen können oder was sie noch zurückgeben können, auch in welcher Form, ne? Das muss ja nicht unbedingt Produktkauf sein, es kann ja auch was anderes sein, ne? Ja, ich kenne das immer unter diesem Affenfaust-Prinzip. Also Affenfaust bedeutet ja, also wie hat man in Afrika Affen gefangen? Also es gibt irgendwie so eine Geschichte, die wilde, verrückte Welt der Tierwelt oder sowas, die verrückte Tierwelt. Das heißt, die Bushmen haben ein Loch in den Baum gebohrt oder haben ein Loch gesucht, wo halt ein Affe die Hand durchstecken konnte. Aber wenn er eine Faust gemacht hat, hat er die Hand nicht mehr rausbekommen. Und dann haben die irgendwas, ein Steinchen oder ein Nüsschen in dieses Loch gelegt, ne? Und dann sind sie weggegangen und die Affen sind halt super, super neugierig und sind dann halt hingegangen, wollten gucken, was in diesem Baum ist. Und in dem Moment, wo sie dann diese Nuss oder den Stein gegriffen haben, haben sie den halt nicht mehr aus dem Baum rausgekriegt. Ja? Und dann konnte der Buschmann hingehen und dem entweder eins über den Schädel geben, wenn er ihn essen wollte, oder ihn halt fangen. Ne? Und das bedeutet, dass wir auch Kunden oft was geben, wo, ne, das ist auch, wo er erstmal meine Dienstleistung kennenlernt, meine Leistung kennenlernt und so weiter und sich natürlich auch intensiver mit dem Problem beschäftigt. Und selbst wenn ich ihm das schenke, ist es halt viel einfacher, ihn dann quasi auf die nächste Stufe mitzunehmen und ihm natürlich das Problem auch bewusster zu machen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, Personalberatung, sehr hochwertige Dienstleistungen, hohe Tickets, dass wir bei Kunden, die sich jetzt nicht sicher sind, sagen, okay, wenn Sie möchten, können Sie sich mal eine halbe Stunde mit einem Experten, also einem Recruiting-Experten unterhalten, dass wir mal dieses Thema durchgehen. Wen suchen Sie da überhaupt und so weiter? Wie könnte eine Lösungsstrategie aussehen? Und danach können Sie dann entscheiden, ob Sie das selber machen oder ob Sie es dann lieber mit uns machen. Ne? Zum Beispiel. Ja. Genau, und so bietet man halt schon was. Die Person hat sich halt das kennengelernt, hat den Ablauf kennengelernt und gibt dann eher was zurück. Und gerade muss man nicht immer machen, ne? Aber gerade jetzt in der Zeit, in der Krisenzeit, macht das unbedingt Sinn, ne? Sowas anzubieten, zu sagen, hey, wir machen kostenfreies Erstgespräch, ne? Oder schau mal an. Und genau, auch in Form natürlich von Podcasts oder im Moment gibt es ganz viele von Online. Sammels, Webinare, die im Moment ohne Ende Wahnsinn, ja. stehen. Also sie waren immer schon da, aber jetzt ist es ganz extrem, Ja. wo Leute halt den Menschen halt was anbieten, Hilfe, Unterstützung. Und trotzdem finde ich, ne, von Mindset her muss man den Leuten immer noch trotzdem was anbieten, die tiefer einsteigen wollen. Also es bringt jetzt nichts, auch das vom Mindset her, jetzt nicht plötzlich zu sagen, hey, es ist Krise, ich reduziere meine Preise irgendwie um 50% und verscherbel alles, ne, und haue das alles kostenlos raus. Das ist jetzt auch nicht damit gedacht. Ja, was auch immer ganz gut ist, finde ich, wenn du so die Chance hast, so eine Art Analyse anzubieten. Ne? Also bei dir zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, hier, ich biete dir eine kostenlose Analyse deiner Webseite an und zeig dir mal so die drei wichtigsten Sachen, mit der du deine Kaufrate erhöhen kannst zum Beispiel. Ne? Oder wenn du ein Suchmaschinenoptimierer bist, dass du halt sagst, hier, wir haben mal bieten dir an, deine Webseite mal zu analysieren und sagen, was kannst du besser machen. Solche Geschichten, glaube ich, funktionieren auch immer sehr, sehr gut, ne? Ja, definitiv. Ja, gerade jetzt. Ja. Ja. Gerade wenn du eine Webseite hast und sagst, ja, da kommt nicht mehr viel rein, wenn du dann sagen kannst, ja, aber das liegt daran, dass sie jetzt halt zum Beispiel ihr Wording auf ihrer Seite immer noch so haben wie vor 3 Monaten, aber das Mindset der Kunden hat sich geändert, deswegen müssen sie jetzt ihr Wording anpassen, das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Ja. Aber Aber wie viele gesagt, sehen ja immer noch genauso aus wie vorher, logischerweise. Die meisten Webseiten haben sich jetzt nicht groß verändert, die meisten Shopping-Erlebnisse. Und vielleicht muss man da halt, wie du gerade auch zeigst, dran schrauben. Und vielleicht müssen wir auch an so einem Verkaufsgespräch ein bisschen schrauben,
Na, es halt nicht mehr so offensiv gehen, bis, wie du es gerade gesagt hast, zurückhaltender mit Testangeboten arbeiten, um halt ja, die Kunden wieder da abzuholen, wo sie jetzt gerade vom Kopf her sind. Ne? Genau. Und vom Kopf her sind sie halt jetzt eher, kann man aber auch gut aufpassen, nicht pauschal sagen. Ne? Ich habe auch Kunden, die gerade irgendwie den Umsatz ihres Lebens machen. Ne? Das kommt halt immer auf den Bereich an. Muss man natürlich auch vorsichtig sein. Ne? Nicht, dass man dann das komplett weich gestaltet und dann die Abschlüsse nicht mehr generiert. Aber ist natürlich so vom Kopf her, wie gesagt, Cortisol relativ hoch, Stresshormone, die Leute sind was ängstlicher, vorsichtiger, auch Entscheidungen zu treffen. Und da muss man halt die Leute, ja, das Wording nochmal anpassen, ne? Online wie offline. Ne? Aber von der Einstellung ist es echt wichtig, auch zu sagen, klar, es hat sich einiges verändert, aber dann trotzdem als Verkäufer dran zu bleiben, ne? Was du eben auch meintest, ne? Dass dann anscheinend dann sagen, jo, ist jetzt einfach Krise, jetzt kann ich nichts machen und so, ne? Und ja, die Kunden haben jetzt anderes im Kopf. Das ist natürlich ein problematischer Glaubenssatz. Klar, die einen oder anderen andere Sachen im Kopf. Aber wenn ich halt so schon am Gespräch rangehe, dann ist es die Frage, weil nur wenn jetzt bestimmte Leute das Geld nicht mehr haben, ist das Geld einfach woanders. Ne? Also irgendwelche Leute müssen jetzt auf jeden Fall viel Geld verdienen und auch bereit sein zu investieren. Ne? Ich habe ja auch, finde es ganz extrem gerade, dass viele Leute Firmen jetzt sagen, wir wollen digital was aufbauen oder unsere Prozesse digital optimieren und so. Und die zögern da gar nicht. Also teilweise Leute, die kalt im Gespräch sind und sofort sagen, ja komm, Matthias, wir machen das und zack, mit denen ich nur ein paar Minuten gesprochen habe. Also von daher muss halt nur die Richtigen dann auch finden. Ja. Also Nächster von daher, Punkt. genau, ja, Wunsch, Lösungszustand mehr adressieren, genau. Okay, dass ich halt den Kunden mitnehme, ne, auf die Reise. Wie wird deine Welt aussehen, wenn du meine Lösung umgesetzt hast? Ne? Dass man auch so ein bisschen, gut, das mache ich ja eigentlich eh immer, versuche ich immer als Verkäufer zu machen. Dass du halt einerseits natürlich auf der Schmerzebene bist, auf der Problemebene, aber, ne, was soll sich verändern? Dass du ihn dann aber eigentlich auch mitnimmst, geistig, wie wird die Welt sein, wenn die Lösung umgesetzt ist? Ne? Was ist besser? Welche Vorteile ergeben sich daraus? Ne? Ja, also das halt umso mehr, ne? Genau, also ich würde halt wieder weniger in den Problemen, sondern eher halt in die Lösung zu gehen, ne? Es gibt so eine Formel halt auch für, ich bin nie so ein Fan von pauschalen Formeln, muss man mal gucken, ob man die für sich anpasst, ne? Die kann man für Verkaufstexte nutzen, das ist Before-After-Bridge. Das heißt, ich bin einmal vor der Brücke und da ist dann alles Mist, sagen wir mal Chaos in der Buchhaltung, Belege fliegen rum, Buchungen sind nicht da und dann gehe ich halt über die Brücke. Und danach ist alles anders, ne? Alles organisiert und Buchhaltung funktioniert und so. Jetzt als ein Beispiel, ne? Also before und dann after bridge, ne? Und gemeinsam geht man dann als Dienstleistung oder auch als Softwareprodukt mit dem Kunden über die Brücke. So. Und jetzt würde ich halt eher hingehen zu sagen, hey, wir gehen über die Brücke oder ich erkläre erstmal, wenn ich Brücke mit dir über die Brücke gegangen bin, wenn wir da zusammen drüber gegangen bin, was ist da Tolles, was gibt es da zu sehen, als jetzt vor der Brücke den Zustand zu adressieren. Ich kenne das noch, Before and After Bridge, ich meine, von dem alten Spin-Prinzip, Spin-Selling, ne? Weil da hast du ja auch, nehmen wir mal die Situationsfragen raus, aber du hast Problemfragen, ne? Wo das halt darum geht, okay, was ist denn an der Buchhaltung schwierig? Und dann machst du natürlich die Implement, nee, wie heißt das? Dann machst du die Folgefragen, ne? Und fragst, okay, welche Folgen hat das denn für sie, ne? Also, dass zum Beispiel Rechnungen nicht rechtzeitig rausgehen, dass Rechnungen vergessen gehen. Okay, wie viele Kosten entstehen denn da so, wenn Sie mal eine Rechnung vergessen? Ah, da können schon 5, 6, 7.000 Euro zusammenkommen, ne? Okay, das heißt dann, übers Jahr sind das dann wie viel? Da haben Sie recht, das sind ja 50 oder 60.000 Euro, ne? Und dass du dann sagst, okay, aber mit so einem System, wo Sie das alles tracken können und so weiter, dann hätten Sie, wär das eine Lösung für Sie? Also, dass Sie den Kunden dann quasi dann, das ist ja dieses alte Spin-Modell. Und du würdest jetzt sagen, du würdest weniger vorne in den Schmerz reingehen, als eher hinten in die Lösung, weil der Kunde eh schon so ein bisschen schmerzsensitiv ist. Genau, ja, eher da reinzugehen. Ne? Genau, also eher in das Positive und aufzuzeigen, was es da ist. Weil sonst, wie gesagt, unter Cortisol, unter Angst, entscheiden wir uns dann eher nicht dafür, sondern eher über die Sicherheitsvariante und investieren dann halt eher nicht, sondern flüchten dann halt eher. Ne? Genau. Ja, also mir hat irgendjemand was erzählt, dass jetzt irgendwie ein neuer Virus in China entdeckt worden ist, der irgendwie 38 Mal tödlicher sein soll als Corona, ist aber allerdings der nicht unter Menschen übertragen werden kann, ist eigentlich ein Fake. Ne? Und da habe ich gesagt, ich will die Geschichte überhaupt nicht wissen. Die Geschichte interessiert mich nicht. Da habe ich im Moment echt keinen Nerv drauf. Genau, ja, stimmt.
Ja, also da halt auf die Sachen zu achten, ne? Und wie gesagt, ich glaube, der größte Faktor ist halt einfach die Einstellung, ne? Dass man Sachen anpasst, die Software macht, so kommt, wie stark gehe ich in den Schmerz, ne? Aber halt auch wirklich sagt, okay, es ist trotzdem wichtig, weiter zu verkaufen, ne? Man kann auf Reziprozität setzen, also auch was zu bieten, aber halt auch wirklich hinzugehen, zu sagen, okay, ich gucke erstmal, ne? Inwieweit das auch passt und so. Genau. Ja. Okay. Hast du noch einen Punkt? Ja, verstärker denn je, um auf die Wirksamkeit zu achten, einmal online wie offline, weil ist natürlich so, wenn man jetzt klassisch Online-Marketing anschaut, dass die Werbekosten massiv runtergehen, ne, weil die ganzen großen Firmen ihre Budgets rausziehen, also immer weniger Leute investieren in Werbung und gerade dann ist es halt umso wichtiger, das, was man macht, wirkungsvoll zu machen, ne? Also, dass man, wenn man jetzt einmal Verkaufsskripte nutzen würde im Gespräch, das nochmal anzupassen, zu optimieren. Aber halt auch online gerade, wenn es Anzeigen sind und Webseiten, gerade da nochmal zu optimieren, um halt dann alles rauszuholen. Aber ist das wirklich so, dass die Werbebudgets online zurückgehen? Also viele große Konzerne reduzieren die gerade massiv, gerade wenn es um so normalen Konsum geht. Also was so Sachen, die nicht so nötig sind. Ne? Also das halt so in meinem Umfeld oder in meinen Masterminds, das wirklich auch selber sehe bei mir und bei Kunden, ist es extrem teilweise, wie die Preise runtergehen, ne? Also, dass man günstiger Kunden halt einkaufen kann, egal ob das jetzt im E-Commerce-Bereich ist, wo ich ja auch sehr viel mache, aber auch so Lead-Generierung, die jetzt deutlich günstiger ist. Okay, weil zum Beispiel bei unseren Google-Budgets kann ich das nicht sagen, dass da die Klickpreise gesunken sind. Also jetzt für Personalberatung oder so hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet. Also da sind die Leute offensichtlich noch drin. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der im Versicherungsumfeld unterwegs ist. Das heißt, die akquirieren Kunden für Versicherungen. Gut, das ist jetzt natürlich jetzt im Moment auch nach dem, was du gesagt hast, eh ein schwieriges Thema. Und der hat halt gesagt, dass die Klickpreise zwar gesunken sind, aber die Conversion so viel schlechter sind, dass sie im Endeffekt mehr für den Kunden bezahlen als vorher. Spannend, okay. Ja. Nee, bei Google weiß das auch nicht. Bei Google habe ich jetzt über ein paar gehört, bei Facebook habe ich sehr stark gehört. Ne? Aber klar, wahrscheinlich brauchen die Leute jetzt mehr sich, also mit der Conversion kann ich auch nicht bestätigen, so, aber kann ja sein, dass je nach Umfeld die Leute jetzt eher vorsichtiger sind bezüglich Entscheidungen, ne? Auch Investitionsentscheidungen und so. Ne? Erstmal abwarten, was passiert hier und so. Ich sage dann halt oft so, gerade jetzt ist es wichtig, da was zu machen. Ne? Also jetzt nicht zu zögern, sondern gerade jetzt was zu machen und zu investieren. Dass man nach der Krise gut aufgestellt ist. Ne? Genau. Gut, ich meine, wenn die Leute denken, das Leben kann jetzt eh zu Ende sein in 2 Wochen, dann brauchst du natürlich keine Haushaltsversicherung mehr, Genau. Das stimmt. Ja. okay, also das finde ich, interessiert mich nämlich auch, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass da die Budgets jetzt, oder zumindest, dass die Klickpreise sinken. Aber so aus dem Umfeld, das ich kenne, habe ich, und auch bei uns, bei den Sachen, die wir jetzt haben, habe ich das noch nicht bemerkt. Also, Okay, dann sind wir ja. wieder bei einem psychologischen Denkfehler, ne? Verfügbarkeitsheuristik, dass wir halt immer auf die Informationen zurückgreifen, die in unserem Umfeld verfügbar sind. Ne? So. Also ich weiß halt von einigen Konzernen, die das halt auf jeden Fall so entschieden haben, dass da massiv die Budgets runtergezogen werden und halt von vielen, also sowohl bei mir selber als auch bei anderen, wo ich merke, die Preise gehen massiv runter. Ne? Ja, Aber, gut, wenn du H&M bist und die Leute in den Shop holen willst über eine Online-Werbung, das macht natürlich jetzt keinen Sinn. Also die ganzen Sachen, die quasi sich aus dem Online ins Offline beziehen, die gehen fallen jetzt wahrscheinlich weg, ne? Aber andererseits müsste jetzt eigentlich auch mehr, gut, aber wahrscheinlich haben die Leute jetzt auch keinen Bock, Klamotten zu kaufen genau, online. darum Würde geht ich. es halt. Ne? Wir haben auch jetzt heute oder gestern kamen die Zahlen da auch von Zalando, ne? Wo man jetzt auch denken würde, okay, jetzt kaufen Leute noch mehr online, die würden dann nicht hier zu H&M gehen oder in anderen Schuhladen, sondern dann zu sagen, okay, ich bestelle jetzt bei Zalando online. Aber komplett das Gegenteil, ne? Ist bei denen komplett eingebrochen, weil Leute jetzt einfach nicht den Fokus drauf haben. Ne? Da geht es jetzt ums Überleben in manchen Fällen richtig, ne? Und Zumindest im finanziell, Kopf. Zumindest im Gesundheit, Kopf. ja. Ja. Ja, Gesundheit. und du kannst es ja auch niemandem mehr zeigen, deine neuen Klamotten. Du kannst sie nicht mehr raus. Genau. Kannst du nur dir selber glauben, ne? Das ist auch blöd, ne? Je nach Persönlichkeitsstruktur, ich kann es nicht mehr Leuten zeigen. Und von Ja. daher, ja, bringt es auch nicht so viel, ne? Also der ganze Bereich ist halt auch weg. Wir haben halt Grundkonsum, was dann noch gut läuft. Und halt, ja, und halt alles, was natürlich mit Marketing zu tun hat, ne? Online mehr machen, online was aufbauen. Alle Ja. wollen digitalisieren. Ich habe halt gehört, irgendwie hier die Aktie hier von Zoom, das Tool, was wir auch gerade nutzen, ist irgendwie auch durch die Decke gegangen. Ne? Das ist wahrscheinlich jetzt ein super Aktiengeheimtipp, die Zoom-Aktie Ja. von dem Programm, ne? Oder auch so Sachen wie Skype, ne? Was jetzt auch wieder
massiv hochgeht. Also das sind jetzt, glaube ich, die... Ja, also auch die Digitalisierungsthemen, IP-Telefonie, also alles, was jetzt... und ich meine, das sind ja auch zum Beispiel ein Thema, was sich wahrscheinlich jetzt auch in den Nachkrisenzeiten verändern wird, weil die Leute merken halt auch, was jetzt alles funktioniert, wo man sich vorher dagegen gesträubt hätte. Und manchmal ist es ganz normal geworden irgendwie. Also ich glaube auch, dass sich unsere Arbeitswelt auch nochmal verändern wird dadurch, ja, ne, durch die Erfahrungen. Ne? Das ist halt spannend, weil ich habe halt auch Leute, die immer gesagt haben, ja, das können wir nicht digital abbilden, das geht eh nicht, das muss persönlich sein und das muss persönlich. Und plötzlich, bei so vielen Leuten geht das plötzlich alles doch, ne? Und teilweise erfolgreicher als vor. Und das ist spannend, ne? Also ich habe auch einige, die gesagt haben, ja, keine Zeit und ne, das bringt nichts. Und die plötzlich, ohne dass ich sie aktiv nochmal im Follow-up angesprochen habe, sie jetzt plötzlich schreiben und zu sagen, wir müssen jetzt ganz dringend, ganz, ganz schnell, ne? Alle wollen jetzt ganz, ganz schnell da was machen, ne? Wo wir mit unseren Firmen halt schon seit Jahren unterwegs sind, ne? Digital oder Sachen zu automatisieren. Ja, ich sehe das ja auch bei meinen Kunden, die dann gesagt haben, nee, also wir können nur vor Ort verkaufen. Ja, also wir müssen, ohne dass der Kunde uns sieht, das funktioniert nicht, ne? Und jetzt, wo sie halt nicht mehr vor Ort verkaufen können, weil die nirgendwo mal reinkommen, sagen, ja, wir versuchen das doch mal mit online. Also, ja, es funktioniert doch, die Kunden kaufen ganz normal weiter, ja? Ja, genau. Und stell dir mal vor, wie viele Kundengespräche du jetzt führen kannst, wo du nicht unbedingt einen halben Tag im Auto sitzt. Ja. Ja, und davon nochmal die Hälfte im Stau. Ne? Ja. Und der Kunde auch nicht. Ne? Und das meinte ich halt eben mit so Emotionen wie Neugier, Kreativität ist keine Emotion, ne? Aber so Neugier, Interesse zu triggern, Kreativität, Innovation, gerade das jetzt aufzuzeigen, die Möglichkeiten. Weil jetzt sind die Leute natürlich für sowas viel offener als vorher. Vorher war ja auch immer natürlich aus der Sicherheit heraus, nee, mach mal nicht, geht bei uns nicht und so. Und jetzt hinzugehen zu sagen, hey, wir haben die und die Möglichkeiten, ne? Und jetzt sind die Leute plötzlich offener dafür, weil es zieht sie natürlich raus aus der Angst und aus dem Stress, weil sie plötzlich merkt, ach, ich kann das online machen. Zum Glück. Ja. Also hat jetzt sogar jemand, der verkauft Sicherheitssysteme und Alarmanlagen für Privathäuser. Das ist nicht so relevant, viele sind zu Hause, aber er macht jetzt auch Online-Beratung. Da gehen die Leute dann wirklich mit dem Smartphone, ne, filmen dann irgendwie ihren Außenbereich und dann sagt er denen, ja, hier, da können wir eine Kamera dran machen, da können wir das machen. Und die Leute nehmen das echt an. Ne? Cool, das ist auch eine geile Idee. Klasse, ja. Und ich bin mal gespannt, wie es danach ist, weil ich kann mir vorstellen, dass er dann sagt, jetzt machen wir es halt nur noch online. Ne? Ja, das spart eine Menge Zeit. Also ich meine, du hast natürlich immer einen Verkaufsprozess, wenn du, also wir kannst ja auch immer noch mal deinen Kommentar zu geben. Wir kaufen ja eigentlich immer emotional. Ne? Also im Endeffekt treffen wir immer emotional eine Entscheidung und versuchen die dann rational zu begründen. Und es ist natürlich immer einfacher, emotional eine Entscheidung zu treffen, wenn mir jemand sympathisch ist, wenn ich dem gegenüber sitze, wenn ich da schon auch eine engere persönliche Beziehung aufbauen konnte. Das ist natürlich immer einfacher. Also man sagt eigentlich, dass jemand, der im Face-to-Face ein guter Verkäufer ist, noch lange nicht im Telesales ein guter Verkäufer ist, weil Telesales viel schwieriger ist, weil du halt das ganze Thema Mimik, Gestik und Persönlichkeit lange nicht so stark einsetzen kannst. Ne? Ja, klar. Ja. Das fällt natürlich weg. Also Verkaufen ist schwieriger jetzt über eine Webkonferenz oder über das Telefon, als wenn ich halt eine Stunde mit jemandem Kaffee trinken kann, weil oft kaufen die Leute dann schon, weil sie sagen, naja, jetzt hat sie sich schon eine Stunde Zeit genommen, dann probieren wir das jetzt halt mal aus. Also das ist natürlich schon anspruchsvoller und deswegen ist ja die Nachricht auch immer, Krisen sind gute Zeiten für Top-Verkäufer, weil für die ist es eigentlich kein Problem, ob sie jetzt das am Telefon oder über eine Webkonferenz oder vor Ort machen, die haben halt einfach ihre Techniken drauf und wenn du halt nur ein Spiel kannst, hast du halt ein Problem möglicherweise. Mhm. Aber das, ne, das, also der Psychologe sagt das auch, wir kaufen aus einer Emotion raus und dann versuchen wir es nachher dann rational zu begründen, ne? Egal was es ist. Ne? Genau, und oft begründen wir das natürlich, deswegen ist ja auch wichtig, auch den Kunden Begründungen zu liefern, ne? Dass der rationalisieren kann, sagen, ey, du hast alles richtig gemacht, ne? Auch diese Kaufreue zu nehmen, ne? Zu sagen, hey, gute Entscheidung und super, dass die Leute von sich aus schon rationalisieren können und begründen können, warum das gut wird. Und oft ist natürlich auch desto teurer das Invest, ob das in Coaching ist oder ja, Beratung, Produkte, desto eher rationalisieren wir das. Ne? Weil wir wollen es nicht eingestehen, dass wir vielleicht 10.000 Euro jetzt verschenkt haben und es nichts gebracht hat. Ne? Dann reden wir uns das gerne dann auch schön. Aber erstmal ist der emotionale Impuls und dann halt das Rationale. Ne? Und emotionale bezieht sich natürlich immer auf Grundbedürfnisse. Ne? Sowas wie Sicherheit. Und das Motiv, das wäre auch noch ein Tipp, würde ich jetzt massiv in den Vordergrund stellen. Ne? Also ich würde jetzt massiv auf das Thema Sicherheit gehen, wenn es passt. Ne? Also nicht überall passt das in jedem Bereich. Massiv Sicherheit, so Sachen wie Status, ne? Anerkennung, Dazugehören, das sind so Grundmotive.
Und die müssen halt bedient sein. Ein Status zum Beispiel ist jetzt weniger relevant. Du sagst es eben schon, ne? Ob jetzt die neueste schicke Uhr. Gut, wenn ich nicht rausgehe oder mit meinen neuen schicken Schuhen, dann brauche ich das auch nicht, ne? Und da macht es Sinn, eher auf Sicherheitsmotive zu gehen. Ja, aber auch sparen, also auch sparen, ne? Also Geld sparen, ne? Wie kann ich Geld sparen? Wie kann ich effizienter, effektiver arbeiten und so weiter? Wie kann ich vielleicht auch mehr Geld verdienen? Das wäre jetzt im Prinzip, okay, haben Sie schon mal nachgedacht, Ihre Produkte auch online anzubieten? Da gibt es auch viele Leute, die jetzt erst auf den Trichter gekommen sind, da gibt es auch das Internet, da kann ich auch drüber verkaufen, ne? Gibt natürlich auch mal Gründe, warum man das nicht tut, wenn man über Partnergeschäfte macht und so weiter. Aber da werden ja auch viele Sachen neu gedacht. Und immer, wenn ich da reingehen kann und sagen kann, okay, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, dass Sie da was tun, dass Sie hier die Innovation machen, dass Sie sich auf ein zweites Standbein konzentrieren, dass Sie nicht nur auf einem Bein stehen und so weiter. Da geht es ja auch immer darum, wie kann ich nicht nur Geld sparen, sondern wie kann ich halt auch mehr Geld verdienen, wie kann ich aus einer problematischen Situation rauskommen. Ne? Ja, stimmt. Und aber was halt auch interessant ist, dass du im Endeffekt, und das ist ja eigentlich auch ganz gut erforscht, dass auch wenn du einen Stahlträger kaufst, ja, ist das eine Bauchentscheidung. Ja, also im Endeffekt ist ganz oft, dass du bei jemandem kaufst, wo du sagst, ja, aber dem vertraue ich. Ja, der ist ein bisschen teurer, aber dem vertraue ich. Mhm. Ja? Ja, Menschen kaufen von Menschen, ne? Deswegen ist ja auch gerade die Psychologie da so wichtig, ne? Wie tickt die Person? Wie gehe ich mit ihr um? Ne? Auch Menschen schauen ja auch Webseiten und Shops an. Menschen gucken sich Anzeigen an, lesen sich Flyer, Broschüren durch, ne? Es wirkt immer auf Menschen, auf die menschliche Psyche, und da muss man halt einfach Emotionen triggern. Manchmal mehr, manchmal weniger, ne? Also auch so ein Bauträger oder eine Schraube, habe ich mal optimiert, so ein Schraubenshop. Da ist natürlich, die Emotionen sind anders, als wenn du irgendwie Schmuck oder so verkaufst, ne? Oder irgendwie Babyklamotten. Ne? Aber ist halt echt schon, auch da muss man Emotionen wecken. Ne? Aber auch da, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe einen Kunden, die fertigen in Deutschland, ne? Und das ist jetzt ein super Argument für die, wo die jetzt wieder zu ihren Kunden gehen. Also die machen so Vorteile für Bau und Möbelbau, ne? Und die Kunden von denen, die kriegen jetzt keine Ware mehr aus China. Also die haben Riesenprobleme auszuliefern, und die sagen, wir können produzieren. Ja, wir sind hier in Deutschland, wir können produzieren. Das ist auch wieder Sicherheit und so weiter, näher, ne? Und der hat gesagt, das größte Problem ist, dass die Schrauben alle aus China kommen. Ja. Also auch da könnte man sagen, ja, unsere Schrauben sind jetzt irgendwie ein bisschen teurer, aber dafür sind wir halt auch lieferfähig. Ne? Ist ja auch ein Riesenthema im Moment. Ne? Ja. Okay. Ja, das waren so die wichtigsten Punkte. Super, dann würde ich gerne mit dir nochmal, also wir gehen es gleich nochmal durch, aber ich würde gerne nochmal das Thema Mindset ansprechen. Du hast es jetzt zwischendurch nochmal gesagt. Wir haben jetzt hier auch ein paar Runden gehabt, wo wir sagen, okay, wie stellen wir uns jetzt hier von unserer Company für den April auf? Und du hast jetzt halt ganz oft das Mindset, dass sagen, ja, aber die Kunden, ja, die haben jetzt Angst, pleite zu gehen, und die haben jetzt andere Sorgen, die darf ich jetzt nicht stören und so weiter. Die müssen jetzt irgendwie sich um ihren eigenen Kram kümmern, wo ich dann auch sage, okay, wenn du so dran gehst, kannst du es eigentlich gleich lassen. Nee, du lässt die Leute ja im Stich. Ne? Du lässt die Leute im Stich, und erstmal ist ja auch nicht so, dass jetzt die gesamte deutsche Wirtschaft alle auf Kurzarbeit sind und nichts mehr machen, sondern man schätzt, dass es also maximal die Hälfte ist. Es gibt ja auch Branchen, wo es super, super gut läuft. Ja? Also ich habe jetzt mit jemandem gesprochen aus dem Network Marketing, die rennen denen die Türen ein. Bei der Pharmabranche in vielen Bereichen läuft es gut. Im Konsumgüterbereich, die haben jetzt, glaube ich, ungefähr doppelt so viel Umsatz gemacht wie im Vorjahr in dem Monat. Ja, es gibt jede Menge Bereiche, oder alles, was mit Online zu tun hat, mit Videokonferenzen, mit Digitalisierung. Also es gibt unglaublich viele Bereiche, wo richtig, richtig viel los ist. So, und das darf ich nicht vergessen. Und dann geht es dann noch darum, also das, für mich ist das immer Mindset, ne? Geht es noch darum, okay, also ich gehe davon aus, dass in wenigen Wochen wir wieder zurückkommen, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, in eine andere Art von Normalität. So, und lieber Kunde, du musst dir jetzt mal überlegen, wie du dann aufgestellt sein willst, wenn es wieder losgeht. Ne? Willst du dann 6 Wochen nichts gemacht haben, ja, und dich nur mit deinem internen Kram beschäftigt haben? Oder willst du zumindest mal ein paar Benchmarks setzen, dass du sagst, okay, wenn es weit wieder hochgeht, dann haben wir hier wenigstens unsere Hausaufgaben gemacht, dass wir auch Gas geben können. Ne? Ja, klar. Ja. Und das ist, glaube ich, eine riesen Mindset-Frage, wie gehe ich überhaupt daran? Also wenn ich jetzt sage, ja, aber ich störe jetzt die Kunden nur in ihrem Unglück, ja, dann brauchst du gar nicht anzugreifen. Ne? Also ich sage zu meinen Verkäufern, ja, es gibt jetzt wahrscheinlich weniger Kunden, die aktuell bereit sind, unsere Dienstleistung zu kaufen. Das bedeutet, du musst mehr anrufen.
um die zu finden, die gerade bereit sind, das zu kaufen. Ja, und wir haben auch Kunden, die jetzt auch sagen, ja klar, also wir planen unser Personal über 2 Jahre, ne, unseren Personalbedarf, und wir rekrutieren natürlich logischerweise weiter. Ja, klar. Ich meine, wenn ich bei jedem Dip irgendwie alles auf Null stelle, dann kommst du ja nie vom Fleck. Ja? Ich halte es auch für wichtig, weiter dran zu bleiben, weil es ist ja auch wieder psychologisch, ne? Man stülpt halt seine eigenen, das, was man so wahrnimmt, auf andere über, ne? Dass ich sage, ja, die haben jetzt anderes im Kopf, weil man vielleicht selber anderes im Kopf hat oder wenn man irgendwas halt hört, ne? Aber wie du schon sagtest, es ist nicht alles erliegen, ne? Die ganze Welt. Im Gegenteil, ich meine, du hast super viel zu tun, ne? Genau, ja. Und genau, es gibt genug Leute, die jetzt Geld haben, vielleicht mehr Geld haben als vor der Krise und auch bereit sind zu investieren, ne? Und man kann die nicht im Stich lassen. Also wenn man, wie gesagt, ein gutes Produkt hat und eine gute Dienstleistung, muss man alles dafür tun, dass die verkauft wird, ansonsten ist es ja quasi unterlassene Hilfeleistung. Ne? Und ich muss auch sagen, also ich telefoniere jetzt natürlich auch viel mit vielen Leuten aus meinem Netzwerk, mit Kunden und so weiter, und da würde ich auch sagen, dass du so 40% hast, wo die sagen, okay, es ist wirklich problematisch, aber du hast eigentlich 60%, die sagen, ja, okay, das eine geht nicht mehr, aber das andere geht noch, oder auch welche, die sagen, ey, bei uns läuft das Geschäft wie Sau, wir haben gar nichts gemerkt. Ja? Also ja. Es gibt, wenn du den ganzen Tag Nachrichten guckst, ja, und bei Facebook surfst, dann denkst du wahrscheinlich, dass morgen das Ende der Welt ist, ja. Aber man muss noch, da draußen in der Welt sieht es halt auch anders aus, als das, was die Nachrichten dir widerspiegeln. Und das hat halt ganz viel mit Mindset zu tun. Ne? Wenn du morgens aufstehst und sagst, ja, die Kunden sind eh halt bald alle pleite, dann brauchst du eigentlich nichts machen. Aber wenn du aufstehst und sagst, okay. Ja, also von daher ist es schon sinnvoll, die Botschaften zu prüfen, ne? Krisenrelevant zu gucken, was von meinem Angebot ist noch relevant. Vielleicht das eine oder andere abzuändern, aber ansonsten mit dem gleichen Mindset, mit der gleichen Einstellung wie sonst auch anzugehen. Ne? Weil sonst kann man es ja auch direkt vergessen. Das wirkt sich ja auch unbewusst auch auf die Performance aus, ne? Wenn ich jetzt sage, jo, mal gucken so. Genauso wie man lässt natürlich oder man glaubt natürlich auch den Leuten mehr, was an Einwänden und Vorwänden ist. Ne? Weil wenn jetzt jemand natürlich immer sagt, ja, die Krise, wir können das nicht investieren und alles, dann ist es vielleicht nur ein Vorwand, aber kein realer Einwand. Ne? Also vielleicht liegt es gar nicht der Fall. Wenn jemand zum Beispiel jetzt was verkaufen würde, könnte ich direkt sagen, Krise, alles Mist. Ne? Das würden wahrscheinlich die meisten Verkäufer mir glauben. Ne? Dabei ist es halt nicht so. Ne? Aber in solchen Zeiten schluckt man das halt eher. Ne? Und der Punkt ist auch, der reale Einwand sein. Und der Punkt ist auch, in dem Moment, wo du das glaubst, hier drin, drückst du das natürlich auch aus. Und wenn es nur am Telefon ist, du drückst das natürlich auch aus, dem Kunden gegenüber. Ne? Also deine Glaubenssätze kommen auch irgendwie aus dir raus, auch wenn du sie nicht selber sagst. Ne? Das hat was mit Körperhaltung zu tun, mit Sprache und so weiter. Und das überträgt sich natürlich auf deinen Kunden. Ne? Und also ich kann mich noch gut an 2009 erinnern. Das war ungefähr auch in derselben Jahreszeit. Da ging ja gar nichts mehr. Ja, da war eine Zeit, wo dann gesagt worden ist, Kernschmelze der Wirtschaft und irgendwie der Untergang der Welt ist nah und so weiter. Und die Leute waren eigentlich genauso panisch wie jetzt und die Nachrichten wurden auch immer wilder und aufgeregter und so weiter. Und eigentlich war es dann so, dass eigentlich 3-4 Monate später alles wieder normal war. Im Gegenteil, es lief eigentlich noch besser als vorher, weil die Leute halt gesagt haben, ah, das haben wir jetzt auch überlebt, jetzt geht's weiter. Ja, ja, und es verändert sich auch nicht so viel. Also jetzt wird ja auch viel gesagt, nach der Krise ist alles anders. Ich glaube das halt nicht. Ich glaube halt natürlich, dass viel mehr Leute jetzt digitalisieren, das verstanden haben und so. Aber ich glaube so einmal das gesellschaftliche Miteinander, aber auch von der Wirtschaft her, glaube ich nicht, dass sich groß was ändert. Also ich glaube, dass es halt digitaler wird, mehr Leute da darauf setzen. Aber es normalerweise so, sind so Sachen nicht, dass sich Menschen groß dann verändern, ne? Auch wenn es komisch jetzt klingt. Ne? Aber so aus komischer Sicht glaube ich nicht, dass plötzlich dann alles anders ist irgendwie in der Gesellschaft. Ne? Und eigentlich müsste ja dann auch die Resilienz steigen, ne? Ja. Genau, Widerstandskraft. Ne? Ja, also ich glaube, dass du je mehr Krisen du so mitgemacht hast in deinem Leben, umso eher sagst du, naja, okay, jetzt kommt wieder eine Krise, die letzte habe ich auch überlebt, wahrscheinlich werde ich die jetzt auch überleben. Als wenn du, es gibt ja viele Leute, die jetzt quasi ins Berufsleben eingestiegen sind vor 5 oder vor 10 Jahren, die haben ja noch nie eine Krise erlebt. Da ging es bis jetzt immer nur aufwärts. Ja. Für die ist das natürlich viel, viel einschneidender als, ne, wie gesagt, meine Großeltern, die den Krieg erlebt haben, die waren auch da deutlich entspannter, wenn irgendwas passiert ist, als die Leute, die das halt nicht mitbekommen haben, ne? Weil die gesagt haben, ja, aber ja, es ist eine kleine Krise, aber es ist kein Krieg. Ja, das ist deutlich besser. Das ist jetzt halt auch ein bestimmtes Handlungsschema, dass du halt weißt, was ist jetzt zu tun. Ne? Das merkt man halt auch, ne, wenn Leute sowas öfters durchlebt haben. Ich habe halt auch einen Kunden, der hat halt 2000, ne, die Dotcom-Blase, ne,
die Krise, dann war 11. September, ein Jahr später direkt, ne, dann war 2007, 2008, ne, 2009 die Zeit, ne, und dann jetzt, ne, also von daher, der weiß halt genau, was zu tun ist, damit er sein Unternehmen halt da rettet. Ne? Same here. Du hast die auch alle erlebt, ja. Ich habe alle mitgemacht. Ich kann mich sogar noch an die Krise in den 80ern erinnern. Da habe ich aber noch studiert, das hat mich das nicht so gejuckt. Da war auch nochmal, kann man sich gar nicht mehr erinnern, da war auch nochmal ein relativ harter Einbruch irgendwie. Wir hatten das ja immer, ne? Also ich bin ja 86 geboren, bin jetzt 34 Jahre alt. Bei mir auch, als ich geboren war, ging dann Tschernobyl hoch, ne? Die ganzen Spielplätze waren geschlossen und alle können nicht mehr raus, ne? Die ganze Strahlung, ne? Ja, und es gab es halt immer wieder und wir wussten ja auch, dass eine Krise kommt, ne? Und irgendwann wird sie halt wieder kommen und jetzt ist sie da. Ne? Genau. Ja, also ich glaube, das ist echt wichtig, uns mal ist auch wichtig, das bewusst zu machen. Also ich weiß noch, als wir diese ganzen Terroranschläge hatten in Paris und in Brüssel und so weiter, da kam dann hier auch eine Kollegin, die ist auch so in meinem Alter auf mich zu und meinte, ja, aber also ich gehe jetzt nicht mehr vor die Tür. Ne? Wo ich dann gesagt habe, also als wir beide klein waren, ne? Da war es eigentlich so, dass du, wenn du morgens aufgewacht bist, da war der Kalte Krieg und so weiter auf dem Höhepunkt, wenn du morgens aufgewacht bist, warst du eigentlich immer froh, dass du noch gelebt hast, dass es keinen Atomkrieg über Nacht gegeben hat. Weil es war eigentlich, die haben mir eigentlich immer erzählt, okay, wenn irgendjemand aus Versehen auf den Knopf drückt oder wenn die Russen irgendwie schlechte Laune haben, dann sind die eher am nächsten Morgen irgendwie am Rhein. Ne? Also wir haben eigentlich immer damit gelebt, dass morgen die Welt endet irgendwie. Und trotzdem sind wir aufgestanden und haben unser Leben genossen irgendwie, weil irgendwie, das war dann auch normal. Ja, und ich meine, als ich jung war, hattest du Militärkonvois ohne Ende auf der Straße, ja? Das war irgendwie auch total gewöhnlich, normal, dass du irgendwie an Panzerkolonnen vorbeigefahren bist, an riesen Militärkolonnen, und da waren jeden Tag Düsenjäger in der Luft, ja, amerikanische, deutsche und so weiter, jetzt liegt ja nichts mehr. Aber das war echt eine andere Zeit und für uns war das normal. Mhm. Ja? Und jetzt haben wir halt 10 Jahre hinter uns, wo eigentlich alles bombig gelaufen ist. Ja, und da trifft einen natürlich so ein Einschlag nochmal deutlich, deutlich härter wahrscheinlich. Ne? Ja, definitiv. Ja. Cool, Matthias. Diese Checkliste, sollen wir hier nochmal ganz kurz durchgehen, die Punkte? Ja, einmal Angebot checken, ne? Was ist relevant, wie kann ich die Botschaften verändern, Problemtrance reduzieren, also weniger über den Schmerz, ne? Dann mehr das Positive, ne, dieses Hinzu eher zu formulieren. Problemtrance, das finde ich auch einen coolen Begriff. Ja, man bringt die Person ja teilweise so einen Trance-Zustand. Ne? Irgendwann siehst du dann nur noch, oh Gott, ich habe einen riesigen. Ja, ja, genau, Soft-Wording versus Hard-Wording, ne? Dass man da halt eher sanftere Sachen, Weichmacher benutzt. Ja, Handlungsaufforderungen abschwächen, ne? Vielleicht eher mehr erfahren, als jetzt hier schnell bestellen und sichern. Ne? Kostenlose Kurzberatungen anbieten, ne? Diese Reziprozitäten herausstellen. Ja, Wunschzustand, Lösung mehr adressieren, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ja, und gerade jetzt nochmal optimieren, Mindset klar haben, ne, dass es wichtig ist, jetzt trotzdem zu verkaufen und dran zu bleiben. Ja, direkte Ansprache was reduzieren, weniger hart. Ja, aber trotzdem dran zu bleiben, jetzt unbedingt gerade jetzt zu verkaufen, einmal für den Kunden, dass er halt einfach die guten Probleme, die guten Produkte und Dienstleistungen hat, um seine Probleme zu lösen damit. Aber auch natürlich fürs eigene Unternehmen. Ne? Arbeitskräfte hängen da dran und man lässt auch seine Mitarbeiter im Stich, wenn man da nicht Vollgas gibt. Und was mir halt noch dazu eingefallen ist, das sage ich jetzt auch zu meinen Kunden und meinen Verkäufern, okay, es kann sein, dass du jetzt nichts abschließt, ne? Weil die Kunden halt einfach sagen, ey, ja, aber wir wissen jetzt nicht genau, ob wir nächsten Monat noch da sind, aber ganz viele Kunden haben jetzt eigentlich Zeit, sich mit dir zu unterhalten, weil halt jetzt nicht so viele andere Sachen kommen. Und sage ich immer, okay, dann ist es immer noch besser, dass du jetzt schon mal deine Pipeline aufbaust, dass du mit dem Kunden sagst, okay, mal vorausgesetzt, die Welt geht nicht unter und alles geht weiter und so weiter. Können wir nicht schon mal darüber reden, okay, ob das Projekt für sie Sinn machen würde, bis wenn man das machen können. Das ist bei uns auch so, wenn die Leute sagen, ja, aber wir haben jetzt gerade Einstellungsstopp, sage ich, okay, aber nehmen wir mal an, der Einstellungsstopp löst sich. Was hatten sie denn geplant? Wie soll das Ganze aussehen? Ja, da suchen wir 3 Verkäufer. Okay, aber wann würden Sie jetzt wahrscheinlich einstellen, dass ich schon mal meine Pipeline fülle, dass ich weiß, okay, da ist ein Bedarf, den habe ich schon mal vorbereitet und so weiter, dass in dem Moment, wo sich die Starre beim Kunden löst, ich da wieder reingehen kann, anstatt einfach nur zu sagen, ja, der Kunde hat Einstellungsstopp, auflegen. Ne? Ja, auch den Kontakt halten. Ne? Also ist ja auch ein Kontakt halten beim Kunden. Ja. Und sobald es dann zu Ende ist, dann seid ihr die Ersten, an die er dann denkt. Und denkt, ach stimmt, wir hatten das doch. Oder man ruft dann gerade an, wie ist aktueller Zustand. Ich frage auch immer wieder nach, hey, hat sich was verändert? Jetzt hatte ich auch einen Kunden, der gesagt hat, ne, es passt nicht, können das nicht investieren, weil viele absagen. Jetzt hat er aber plötzlich einen Auftrag bekommen und jetzt, alles klar, wir sind dabei. Ne? Da muss man halt da sein. Ne? Genau, ja.
Super, Matthias, vielen Dank. Wie immer, mega, mega spannend, toller Dialog. Wie kann man von dir mehr erfahren? Was kann man bei dir jetzt genau kaufen? Genau, einmal meine Webseite onlineverkaufspsychologie.de, meinen Podcast hören. Vermute eh, dass sich unsere Hörer auch überschneiden von der Hörerschaft. Also viele auch mich auch hören. Genau. Also mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie heißt der jetzt, ne? Genau. Ja, das biete ich an. Und dann biete ich halt noch eine Ausbildung an Online-Verkaufspsychologie, wo ich Leute in dem Thema fit mache, über 3 Monate intensiv, also die Webseiten optimiere, Shop, E-Mails, Social Media, auch die ganze Kommunikation überarbeiten wir gemeinsam, dass die einmal das Thema sehr gut können, also Verkaufstexte, Verkaufspsychologie online. Die super wichtig heutzutage. Aber halt auch das einmal lernen, aber wie es auch direkt umsetzen auf die Seite und da halt ja, Conversion optimieren. Das ist so mein Und Antwort. Individuelle Beratung dann wahrscheinlich, ne? Wenn jemand sagt, ich will es nicht lernen, ich will es gemacht haben. Genau, das auch beides, ne? Done for you und, und lernen und umsetzen. Ja, genau. Und das dann über deine Webseite, ne? Kontakt aufnehmen. Genau. Bei Facebook bist du auch relativ aktiv, habe ich, ne? Da sehe ich immer deine Posts. Finde ich immer sehr, sehr cool. Ja, genau, da gibt es auch mal viel Content for free, ne? Also bei YouTube, Podcast, auch bei Facebook, Social Media machst du ja auch, ne? Also viel Content, wo man dann auch schon viele Tipps auch mitnehmen kann. Ne? Ja. Bin ein großer Fan von diesem Reziprozität. Bin auch noch nie aktiv auf Unternehmen zugegangen. Es läuft immer echt über das, was ich rausgebe, kommt dann halt was zurück. Ne? Ja, das geht ganz gut. Ja, ist cool. Also Content-Strategie, Content-Marketing, offensichtlich funktioniert es bei dir. Ja. Bei uns ist das unterschiedlich. Ne? Also für die Personalberatung, wir kriegen auch relativ viele Inbounds, weil wir halt aber auch durch die Spezialisierung natürlich, ne, also wenn sich jemand mit Vertriebsrekrutierung beschäftigt, dann kommen die halt relativ schnell auf uns. Aber da sind wir, weil der Wettbewerbsdruck halt sehr, sehr groß ist, viel aktiv unterwegs. Aber jetzt zum Beispiel bei den ganzen, ich habe ja auch so ein Coaching, wo ich Unternehmer für ein Jahr begleite, um ihre strategischen Ziele und ihr Wachstum zu bekommen. Das kommt interessanterweise fast nur als Inbound. Also da machen wir überhaupt keine aktive Werbung, habe ich auch keine Webseite und so weiter. Da kommen die Anfragen wirklich dann über LinkedIn oder per E-Mail. Ne? Ja. Weil ich natürlich auch versuche, hier alles rauszugeben an Know-how. Es war ja auch immer die Frage, was darf ich überhaupt an Know-how rausgeben? Meiner Meinung nach alles, weil die Kunst ist halt, also ich habe meinen Vortrag gehört, da hat jemand gesagt, so, ich verrate euch jetzt alle Geheimnisse, die ich habe, wie ich meinen Shop aufgebaut habe, wie ich meine Landingpage mache, weil ich weiß eins genau, ihr setzt es eh nicht um. Genau, man braucht die Umsetzung, daran scheitern viele, auch zu wissen, was brauche ich überhaupt von den Inhalten, was nicht, ne? Und daran scheitern eh viele, ne? Ja. Das haben auch viele meiner Coaches sagen auch, weißt du, das, was du mir erzählst, das wusste ich alles, aber ich hätte es halt ohne dich nicht umgesetzt. Das ist echt krass. Ja, deswegen macht halt ein Coach und ein Mentor auch Sinn. Ja. Matthias, du hast auch eine Mastermind, hast du gesagt, ne? Vielen Dank. Ja, genau. Mich auch mit Leuten mich austauschen. Also ja, cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir verlinken alles unten in den Shownotes, auch den Link auf die Checkliste. Ne? Ja, genau. und ansonsten, ich glaube, da war echt eine Menge drin, auch für mich nochmal, die für mich jetzt klarer geworden sind. Verkaufen fängt immer in deinem eigenen Kopf an. Ja, und nicht im Kopf deines Kunden, sondern wenn du glaubst, dass der Kunde nicht kauft, hast du wahrscheinlich recht. Und wenn du glaubst, dass heute Kunden kaufen, hast du wahrscheinlich auch recht. Ne? Genau, also, in beiden Fällen. Ja, also da geht es eigentlich schon mit los. Und dann, wenn man jetzt halt vielleicht nicht mehr die Schraube so voll andreht, dieses Hardcore-Selling, ich bin da eh kein großer Freund von, dann kannst du auch heute noch eine Menge Umsatz machen und vielleicht jetzt auch schon deine Pipeline füllen für das, was in Zukunft kommt. Ne? Was ich auch noch als Vorteil empfinde, weil es ja ganz viele Leute gibt, die jetzt so denken, da draußen ist eh nichts mehr los, ist natürlich jetzt der Telefondruck oder der Wettbewerbsdruck oder auch der Werbedruck viel, viel niedriger bei den Kunden als früher oder auch als in ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Weil viele jetzt halt nicht Gas geben. Ich habe halt auch, als es so anfing, habe ich halt gesagt, okay, ich erhöhe mein Pensum massiv und das auch meiner Mitarbeiter. Ne? Und wir geben halt gerade jetzt erst recht Gas, auch wenn es wirtschaftlich gar nicht nötig war in dem Sinne. Ne? Aber zu sagen, gerade jetzt präsent zu sein und was zu machen. Ne? Genau. Genau. Sehr cool. Klasse. Vielen Dank, Matthias. Ja. Viel Glück an euch da draußen beim Akquirieren. Gebt alles. Bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Und bis bald. Ja. Tschüss.